zu cornern. Hier ist cornern wieder so eine Jade-Geschichte. Und dadurch natürlich auch eine Schwäche von Jade. Ich muss sagen, wenn in TFT komplett andere Champs spielbar wären, würde es den Reiz, würde es an Reiz verlieren. Ja, das, damit kann ich mich zum Beispiel gar nicht identifizieren. Weil wie diese Unit jetzt hier aussieht, juckt mich halt überhaupt nicht. Der einzige, also es gibt ja sehr viele Menschen, gerade aus der Hearthstone-Szene oder sowas, war auch ein krasser Exodus zu verzeichnen, die gesagt haben, die einfach TFT spielen und null Ahnung von LOL haben. Also null. Na, das bedeutet, wir haben jetzt natürlich den Bezug zu diesem Game und wissen dadurch, ja, das ist jetzt der und der Champion und der die und die Fähigkeit. Also wir haben da einfach ein größeres Grundverständnis, aber tatsächlich hat TFT eine sehr große Spielerschaft erlangt, von sich aus, ohne dass Leute LOL kennen. Das heißt, natürlich kann es sein, dass es für dich den Reiz verliert. Aber notfalls wäre es immer sinnvoll, darauf zu scheißen und einfach ein gutes Set zu machen. Egal, was das hier für Units sind. Ja, ich habe ja auch mit Dota Auto Chess begonnen, offensichtlich. Und da waren natürlich auch ein paar Einheiten dabei, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, ob ich hier eine Quest finde. Whisperer. Whisperer ist auch lustig, ne? Kann man auch später den Siphon und so spielen. Dann nehmen wir Second Wind. Fokussieren wir uns nicht so doll auf eine Comp. So. Ja, Ragewing war die Hoffnung. Dragon Mancer wäre auch gut gewesen. Aber gab's nicht. Dota Ausschuss vermisse ich auch schon. Naja, die haben jetzt ja dieses Dota Underlords oder so. Das ist ja quasi die fortgeführte Variante. Aber man muss es halt ja, so ein bisschen auch mögen. Also ich habe mich da, ich habe es nicht weiter gesehen. Alter, ist Second Wind war jetzt aber richtig brutal. Du musst dann ja auch Bock drauf haben, ja. Das ist so. Seit 2020 nichts passiert. Oh my God. Ja, dann, das ist, glaube ich, das ist so ein tatsächlicher Tod. Oder es ist so perfekt gebalanced, dass man nichts machen muss, aber die Standardvariante ist ja eigentlich schon, dass man sehr viel patcht. Das ist zumindest so mein Gefühl. Was will ich? Ich weiß es noch nicht. Ich bin schon tot, seit Underlords rauskam. Naja, das ist, wie gesagt, die Definition von irgendwas ist tot ist halt schon sehr unterschiedlich. Hui. Sie ist am Anfang, der Damage ist echt hoch. 300 Magic Damage für eine 1 Gold Unit ist schon brutal. Ja, aber Hyper Dead glaube ich nicht.
würde schon sagen, dass das eine Übertreibung ist. Einige Spiele wirken halt auf einen erstmal nicht so beeindruckend, nicht so catchy. Schon mal vorbereiten auf den Challenger Climb? Nee, also ich, also wie gesagt, ich, mein Achievement wäre nicht komplett zu ragen. Also die gute alte Frontline Ash, na gut. Das kann man mal machen. Hatte dieser Second Wind, ne? Also, der ganz ehrlich, Second Wind. Brutal. Hast du schon mal Varus probiert? Was ist deine Meinung zu Varus als TFT-Unit? Ja, die CC kommt irgendwie sehr spät durch. Und man setzt natürlich auf diesen Astral-Effekt, dass du die halt alle auf 3 setzt. Astral selber habe ich beobachtet schon. Aber selbst noch nicht viel gespielt. Es ist natürlich beim Rollen sehr satisfying. Ne? Das kann man, denke ich, ganz ehrlich so sagen. Der Satisfaction-Effekt ist schon krass hoch. Mm-mm-mm. Also einfach nur, dass das so alles leuchtet und du triffst ja dann wirklich auch massenhaft die Units. Ne? Das ist schon unschön. Okay, wir haben jetzt hier noch eine Ionic drauf. Ich hätte jetzt so gerne Tempest Unit, ne? Aber sie macht am Anfang halt so viel Damage, ne? Den Kanoniereffekt nehme ich auch erstmal mit. Bang. Boah, die MR-Werte, ne? Die sind aber dann auch im Keller, du. Robot Bow. Robot Bow. Bow sagt man gerade nichts. Okay. Wir können jetzt den reinnehmen. Und dann Swift Shot. Und dann noch einen Frontliner hoffen. Und dann hoffen, dass Ionic alles alleine macht. In welchem Moment ist Senna nicht mehr useful? Also ich glaube, am Anfang ist jetzt Senna trotzdem besser als das, was ich mir hier überlegt habe. Ich will einfach nur 2 Schilde haben und dass Ionic möglichst lange arbeitet. Und Ionic für mich halt gewinnt. Also du hast halt hier mit Ezreal auch sehr viel Damage. Also Ezreal 2 ist natürlich schon instant besser als Senna. Wenn Senna natürlich die CC hat, hat er halt den Spam. Und wir müssen jetzt ja, wenn wir schon bei 100% sind, auch bei den Crux dieses doppelte Gold kriegen. So, da gibt es gar keine Diskussion. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Also ich persönlich bin am Anfang jetzt mittlerweile so, um Platz 4 zu erreichen, musst du halt gewisse Risiken eingehen. Ich sag mal Risiken. Okay, um zu sagen, wirklich Platz 4, los geht's. Wir lassen den hier mal sterben. Dann kriegen wir nochmal AD. Falls es ihn überhaupt tötet. Aber es könnte klappen. Wahrscheinlich ach, shit, Second Wind. Hä? Ja! Sehr gut. War natürlich so geplant. So. Okay, wir sind rich. Ich würde gerne natürlich eine neue Olaf-Variante gerne probieren.
Aber wir haben diese Olaf-Variante bereits schon einmal probiert. Und das Wort Enttäuschung ist... schon eine Untertreibung. Es ist sehr enttäuschend. So, gegen Revel ist natürlich Second Wind absolut crazy. Die haben halt so viel AOE-Schaden, das heißt, sie verteilen ihren Damage einfach terrible. Also absolut terrible. Wir nehmen jetzt aber den Schimmertypen nochmal mit, I guess. Big Friends. Okay, ich hätte jetzt Varus gespielt, aber wenn Ashes auf 2 kommt, dann nehme ich sie mal mit. So, sie bekommt da mehr Attack Speed, ne? Will ich den Tempest Bonus? Ja, also der Drache ist schon sehr gut. So, der ist halt pure Tankiness, ne? Der kann nichts. Heals herself und shielding allies. Aber ich habe das Gefühl, der Shield funktioniert einfach nicht. Also ich habe den, glaube ich, noch nie richtig gesehen. For 5 seconds, so. So, der beißt sich jetzt natürlich schon gut durch. Aber das liegt halt nur... also wie gesagt, ich mag es am Anfang halt super viele defensive Items zu kaufen. Zu kaufen, ja. Man kann sie kaufen. Welchen Augment denkst du dir, Riot? Why? Weiß ich nicht. Also so viele negative im Kopf habe ich gar nicht. Bei vielen negativen im Kopf habe ich nicht so sehr. Was ist denn hier mit Big Friends? Big Friends geht beides, ne? Wollen wir mal so probieren? Ja, ich glaube, ich mache da noch einen Dragon Claw. Dragon Claw auf den Dragon. Ist der auch ein Guardian? Was ist der eigentlich noch? Der ist noch ein Guardian tatsächlich. Lohnt sich da noch ein Guardian reinzuböllern? Ich meine, wie viel Armor kriegt denn der dann? Kriegen einen fetten Shield. Wait, es gibt nur noch Shield? Guardian gibt nur noch Shield? Lieblings-Augments. Die haben keine 2k HP. Oh, du hast recht. Good point. Keiner, der hat 2k. Ja, also mein das lustigste Augment ist das, wo du Leben zahlst, wenn du Erfahrung reinpumpst. Das fand ich bisher am lustigsten. Der Ohren wäre geil. Der Ohren hat quasi einen doppelten Effekt. Ich würde auch gerne diesen Tempest-Bonus noch weiter ausleben. Weil dann behalte ich halt diesen Bruiser-Shit. So ein bisschen. Ich glaube, da noch den Schild zu machen, ist auch ganz cool. Ich
Ich weiß bloß nicht, inwieweit ich. Ich glaube, Schimmer ist schon wieder. Schimmer triggert mich schon wieder. Ich glaube, der hier soll einfach nur Items droppen und das war's. So, guck mal. Der macht jetzt hier. Der hat jetzt hier den Heal. Und dann kommt irgendwann noch so ein fetter Shield. Und dann kommt noch Second Wind. Ja. Also, was ich gerne noch hätte, wären Morellos oder so. Und das hier klappt relativ häufig, muss ich sagen. Wir gehen dann, glaube ich, später einfach auf Tempest oder so. Das klappt relativ häufig, dass man am Anfang einfach nur Tank-Items baut. So Sunfires, Ionics, Bramble West. Und dann später guckt man so, was man für Units trifft und wählt dann später die Items aus. Die meisten spielen ja so, dass sie die Carrier-Items zuerst wählen. Sie wollen ihr Bild vervollständigen. Und dann machen sie Sachen. Oder sind einfach komplett AFK. So, der hier zum Beispiel. Ich weiß nicht, ich meine, er hat Elise. Aber ich weiß nicht, ob Elise jetzt überhaupt gewinnen kann. Er wird halt keine Unit von mir töten. Hat der bessere Second Wind? Ey, das Last Stand. Oh, Last Stand ist auch lustig. Habe ich einmal gespielt, bin ich gestorben. So. Aurelion. Ja, mach ich jetzt. Also wir leveln auf jeden Fall hoch. Und sie ist wahrscheinlich der bessere Swift Shot. Was meine, was gibt sie denn noch? Nichts, ne? Sie würde später Dragonmancer geben. Aber ich wüsste jetzt nicht, was für eine... Also gehen wir auf 8. Gehen wir auf 8 und halten mal den Windstreak. Mit dem hier. Ich glaube, Bruiser ist jetzt nicht mehr so viel wert. So. Das ist ja die Frage, ob ich da noch einen Dragonmancer einmal. Aber ich finde Tempest halt übel gut. Und das ist ja die Frage, ob wir den jetzt einfach nur als unsterblichen Hyperdrachen nehmen. Ach, das ist mein Ohren. Er hat tatsächlich geultet. Ich can't believe it. So, und die Tankiness hier ist halt sehr, sehr nützlich. Und der Schild hier hat tatsächlich auch das Spiel gerade gewonnen. Also es war jetzt teuer, aber wir wollten ja den Windstreak aufrechterhalten. Ich glaube nicht, dass wir hätten beides halten können hier gerade. Ich denke, glaube, ohne Dings geht es, glaube ich, nicht. Springen auf D4. Ja, das wäre auch okay. Aber das machen wir deswegen nicht. So. Reckless Spending. You purchase both Shop Refer and Expect during Planning Phase. Alter. Holding an Item. Ja, also Item Holding müssen wir jetzt hier auf jeden Fall irgendwie begünstigen. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt noch, ob ich sie lieber spielen soll. Also das ist so eine Comp, wo ich nicht weiß, wo es hingeht. Eine grobe Vermutung. Aber eigentlich weiß ich es nicht. Der hat schon mehr Direction, ne? Der will ganz klar Elise spielen. Und die soll dann alles one-shotten. Xayah ist nur gut mit Items. Ja, Xayah hat keine Utility, ne? Deswegen ist Ashe ohne Items besser. So, und wir haben halt diesen Uplink. Und dieser Uplink heißt halt, ich brauche halt irgendjemanden, der mit Mana tatsächlich was anfangen kann. Guck mal, der hat wirklich was gemacht. So, das waren brutale Knockups, by the way. Qiyana ist da übelst. Also die machen halt hier diesen ganzen AOE-Bums. Aber der AOE-Bums, und das ist das Schlimme, gewinnt dir halt nicht das Game. It's so sad.
Aber Single Target Damage ist einfach größer AOE Damage. Deswegen sind so Revels. Revels Kanoniere, es liest sich so lustig, ne? Gerade weil Nomsi auch am Anfang so nützlich ist. So, jetzt haben wir hier den Whisperer, ne? Die Frage, ob Whisperer jetzt schon mehr wert ist. Jo, ich habe keine Ahnung, wohin mit mir. Ich bin gut, aber ich glaube, ich weiß nicht, wohin. Wir sind ja auch schon Full Build, basically. Aoi Shin, maybe, ja. Aoi Shin. Ich meine, aktuell gewinnt mir der mit Second Wind halt das Game, weil er einfach nicht stirbt. Ich weiß ja nicht, ob ich den hier holen soll, Mann. Ich würde jetzt einfach sagen, yo. Wir packen da noch ein paar Assassins rein. Ich mag übrigens dieses Tank-Schimmer-Scale-Item, was 2 Gold gibt, wenn du genug angegriffen worden bist. Das ist auf dem Drachen halt hier mega nice. Der ist ja auch by far der beste Tank. Also jetzt müsste eigentlich die Zeit kommen, wo wir verlieren. Und jetzt zeigt sich auch, ob man ein guter TFT-Spieler ist. Und ich bin halt terrible. Ich habe halt legit keine Ahnung, was ich jetzt mache. Das sind halt alles gute Trades, einfach so. Einfach für sich. 9er Schimmerscale. Ja, das geht, glaube ich, für uns gar nicht. Ich weiß halt, dass einfach nur Tempest broken ist. So, das ist so das Ding. Second Wind offensichtlich auch. Guck mal, wie der kleine Ezreal hier klarkommt. Und der hier kann halt nicht sterben. Außer durch Elise wahrscheinlich. Boom. Ja, Whisperer Elise ist schon brutal, ne? Die ist tatsächlich sehr, sehr meta-lastig. Ja, wie gewinnen wir? How to win? Leute. Also ich glaube, auf 9 ist halt so ein Ding. Weil ihr seht, wir haben halt keine Damage-Dealer mehr. Wir brauchen jetzt halt langsam eine Comp, die gewinnt. Wir haben halt keinen, der Schaden macht. Wie viele Runden halten wir jetzt durch? Spadula. Den Schimmer-Spadula machen, ne? Ja, wir stellen dann um. Machen wir auf Assassin? Ich mag halt Talon nicht. Ich glaube, wir versuchen einfach auf Tempest dann zu gehen. Ich glaube, wir Tempesten volle Hütte. Ich glaube, wir machen dann... Ach nee, was mache ich denn? Ich bin ja dumm.
Nein, die sind, kaufe ich dann einfach neu. Kaufen gleich neu. Komm. So, wir machen den einfach noch ein bisschen tanky. Dann machen wir den Ohren noch ein bisschen tanky. So. Ring ist es nicht. Okay, also ich habe jetzt auf den anderen Drachen gehofft. Ja, genau. So, das heißt, wir machen hier Ionic drauf. Ein Spear. Hier das Ding. Dragon Claw auf Lee Sin. Wer fehlt denn? Wait, irgendeiner fehlt. Oder kann ich das gar nicht haben? Leute, wer fehlt? Mit Spattel, aber ich kann, glaube ich, den nicht zusammensetzen. Okay. Ja, pass auf, dann machen wir komplett drunk. Wir müssen auch den Dings rausnehmen, ne? Wir haben noch einen zweiten Yasuo rein. Ein Dragon Mancer wäre es wahrscheinlich. So. Oder einfach Gepolymor. Spellcrit, Leute. So, okay. Ja, dann können wir nochmal Dragonmancer machen. Dann können wir Yasuo noch ein bisschen tankiger machen. Alternativ noch eine Assassin. Oder machen beides. Also, wir machen quasi so. Und dann. Einen coolen Assassin. Okay, also das Bild ist verboten. Das ist verboten einfach. Warum halten der sich? Wegen Second Wind? Also im Prinzip bin ich halt ein schlechter Spieler. A terrible. Ich glaube, ich kann das Early Game und danach bin ich einfach fucking drunk. Ich glaube, wir nehmen Rage Wing. Weil da kann ich Swain rausnehmen. Und was anderes rein. Zum Beispiel in den Bart. Rage Wing Bart. Ja, also das ist nicht gut. Oh, das ist Dragonmancer gewesen. Oh, ich bin. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Naja, die 500 Leben. 400. Oder eh genervt. Oder eh genervt. Leute. Der, pass auf, der macht jetzt hier den und dann geht los. Der Spell created. Und was macht der Bart? Der ultet 5 HP Unit.
Bart, you can do it! Oh, drunk Bart. Okay, ja, das sieht doch gut aus. Leute, ihr könnt schon reporten. Also, das ist... Macht's einfach. Ihr tut damit ja auch jeden einen Gefallen. Hier ist ja alles kaputt. Also jede Sekunde tut weh. Guck das mal an. Also das kann ich nicht überleben. Wegen Rebel. Also hier wird zu viel AOE-Shit sein. Weil das ist jetzt gut und dann muss der jetzt alle töten. Und das kann er nicht, weil er müde ist. Oh Jesus, ja so. Du bist halt einfach terrible. So. Muss ich das jetzt locken wegen Lee Sin? Nee, Lee Sin. Nee. Einfach nur drunk. Ja, wir kaufen mal den hier, weil es kann ja sein, dass wir jetzt hier Tempest kriegen. Also es ist ganz schlimm. Ich würde, also es wäre Elo, aber nicht diese, nicht die gute Elo. Wieder ein Ionic. Scheiße, Mann. Gib ich dem jetzt Ionic? Der bräuchte eigentlich Infinity Edge. Aber wir werden ja, glaube ich, kein Karussell mehr sehen mit meiner aktuellen Vorgehensweise. Die sind ja auch alle Level 1, die Units bei mir. Oh, das ist praktisch. The Raid Wing. Was ist denn das? Double Thrash, haben sie gesagt. Du musst ja hier eine Bramble West, Alter. Feuer, Aurelion, do it, kill it, please. Ja, so. Ja, so hat einmal R gedrückt. Ja, tut, es ist, I'm sorry. Es tut mir halt unendlich leid. Alles tut weh. Ich hätte jetzt den ja auch rausgenommen wegen Guild, aber mache ich auch nicht. Also ich glaube, wir müssen eine Sache umstellen. Eine Sache. Und das ist wegen dem hier. Aber Revel macht ja eh nur Shit. Also Revel ist ja quasi der Erfinder von Alkohol, basically. Also ich meine, wenn der ultet, ne? Wenn der ultet. Oh, Jesus, er ist gestorben. Oh. Kannst du mir bitte aufhören? Also, you don't even try. Das ist doch scheiße. Ich brauche einen Aurelion und das war's. Also so ein Aoi-Shin. So, der war hier eigentlich ganz gut hier hinten, ne? Der hat halt noch nicht Elise. Die Elise sagt sich, nö. Also sie ist da, aber der Magic Damage Reduce ist halt auch bei 3000%.
Was hat ihn gemahnt, Rain? Alter, stell dir vor, du wirst einfach von Lee Sin 1 gekickt. Lee Sin 1. Das ist Whisper, ne? Whisper findet er geil. Hat er jetzt volle Whisper? Ne, der hat ja schon 6. Der kann einfach nur einen rausnehmen, ne? Das muss der hier sein, ne? Also wir haben jetzt ganz tolle Level-Ups. Die sind ganz toll. Und das macht einen auch irgendwie happy. Und der Aoi-Shin ist einfach Aoi-Win. Aber der krittet halt für 7 Trilliarden. Aber der hat hier... Oh. Oh, wait. Nee, das, der war nur Level 1. Ja. Also ich sag's, wie es ist. Maxi Markov mit den Team-Comps des Todes. Ich meine, er könnte 8 Whisper haben, wenn er den rausnimmt und das Ding verteilt. Aber will er nicht. Er hat stattdessen 2x Thrash drin immer noch. Wo ich sage, the choice is yours. Und Feuer. Ja, sobald er schießt, bleibt halt nichts übrig. Wobei, das könnte tatsächlich eine Win-Condition sein, ja. Nehm alles zurück. Leute, ich bin der beste Spieler. By far. Wait, es geht weiter? Es geht weiter? What? Ich war auf Toilette. Hä? Ich war einfach auf dem Klo. Er kann nicht gewinnen, Yasuo ist viel zu viel HP. Ach, das war Last Stand! Last Stand! Was ein Schmuck.